Hallo zusammen, ich begrüße euch zur abendlichen Fahrt von Findus und mir. Ihr seht jetzt hier gleich als erstes Mal die Vorbereitung. Findus ist schon verstaut? Oder Findus noch nicht verstaut? So, Licht ist schon mal angeschaltet und jetzt geht's dann gleich mal los. Ups, irgendwas rattert. Gleich mal gucken, was da rattert. Uiuiuiuiui. Herr Helga, da war irgendwas Licht gebaut. Komisch. Zu der Zeit wusste ich noch nicht, dass das Schutzblech schief angeschraubt ist, weil ich an die Schraube vom Schutzblech auch gleichzeitig die beiden Scheinwerfer angebracht hatte, was sich als nicht sehr praktisch erwiesen hat. Na, da ist dann auch gleich die Frage beantwortet, ob denn der Findus schon dabei ist. Nein, der Findus war noch im Garten. Schepper die Tür. Und ich habe den Findus abgeholt, erstmal seine Leuchtchen angemacht. So, und ihn dann gebeten einzusteigen. Da ist er reingekrabbelt in den Hänger. Sehr gut, wunderbar. So, ich begrüße euch auf der abendlichen Fahrt, die leider etwas mit ein bisschen Herausforderungen beginnt. Wie hier gleich zu sehen ist, weil ich schiebe den Berg hinauf. Und Berg hinauf schieben bedeutet unter Umständen, Kette abgesprungen, na super. Überlegen, was mache ich jetzt? Erstmal gucken, aha, nach hinten geht's nicht. Nö. Irgendwie so versuchen mit der Hand das Ding wieder drauf zu machen. Nicht so erfolgreich. Aber irgendwas stört doch noch. Okay. Pedal hin und her bewegen. Bringt's nicht. Was tun, sprach das Huhn. Ah, vielleicht doch erstmal den Antrieb ausschalten. Keine ganz schlechte Idee. Okay. Einmal rum ums Bike und dann. Handschuhe dabei? Nein, Handschuhe nicht dabei. Dreckige Jogginghose dabei? Ja, dreckige Jogginghose ist am Start. Und irgendwie die Kette wieder hin und her fädeln. Okay, da scheint was zu passieren und scheint auch was zu klappen. Einmal rum ums Bike und, naja klar, Handschuhe habe ich natürlich keine dabei. Aber was soll's, dann muss es halt die bloße Hand tun und die Kette scheint wieder drauf zu sein. Ja, das Pedal reagiert irgendwie und macht irgendwas und, boah, naja,
Schöner Abendhimmel tröstet ein bisschen über die Schmutzhände hinweg und jetzt geht es tatsächlich mal erstmal ein kleines Stückchen weiter. Schauen wir mal, wie lange das so hält. Huck. Na, und los. Okay, Licht erst noch einschalten, guter Tipp, sonst sieht man nichts. Und ab geht den Fisch. Meine Starts sind immer so ein bisschen beschwerlich, weil ich kein Daumengas nutze. Ja. Okay, jetzt sind wir erstmal auf der Fahrt. Wie ihr seht, sind wir gleich kurz vor der Straße und hier ist der Weg ziemlich ausgewaschen und ziemlich uneben. Da gibt es auch gleich so eine Regenrinne oder wie man es nennen soll. Da schüttelt den Findus immer kräftig durch und insofern fahre ich hier an der Stelle ein bisschen langsamer, um dann gleich auf die Hauptstraße einzubiegen. Und noch ein Hindernis, ein kleines bisschen Gas zu geben. Zumindest vorerst. Oh nein, was ist jetzt schon wieder ein Stopp? Mal gucken, was diesmal repariert werden muss. Es scheint irgendwie so ein bisschen mit dem Scheinwerfer zusammenzuhängen. Vielleicht leuchtet der nicht so, wie ich mir das gewünscht habe. Schauen wir mal. Okay, ist ein bisschen anders eingestellt. Herr Hilger ist aber, glaube ich, noch nicht ganz zufrieden. Das wird erstmal abgestiegen, um zu gucken, was denn jetzt tatsächlich hier an der Stelle los ist. Und ihr seht, wenn ich die Lampen verstelle, dann verschiebt sich auch das Schutzblech. Das ist ja keine sehr geniale Konstruktion. Da muss man vielleicht irgendwie mal was dagegen tun und das ändern. Aber jetzt geht's erstmal weiter. Da war doch noch was. Stimmt, Ständer hochklappen. Ein seltsames Geräusch. Was ist jetzt? Irgendwas ist jetzt wieder Schutzblech verschoben vielleicht? Kann das sein? Oh, ein bisschen dran rumhantiert. Was kommt jetzt? Okay, jetzt kommt erstmal eine Vorbeifahrt von einem PKW. Sehr schön Platz gehalten, vielen Dank dafür. Und weiter geht die wilde Fahrt. Mal gucken, wie weit wir jetzt kommen. Klick, 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 klick. Das ist der Nachteil von 10 Gängen. Man muss sich immer durch geile Gänge durchschalten, wenn man ohne Handgas, wie ich, wieder anfährt. So, und jetzt sind wir tatsächlich erstmal ein kleines Stückchen unterwegs. Aber Moment, irgendwas fehlt doch noch. Naja, man kann ja auch im Fahren das Handy bedienen, heißt ja nicht, dass man beim Fahrradfahren das Handy nicht einschalten soll. Oh ja, die Komoot-App muss noch mitzeichnen.
beiden Scheinwerfer, die ihr hier seht, die sind von Busch und Müller und heißen EQ-X mit einem kleinen E. Sind zwei Stück verbaut, weil ich oft nachts im Wald unterwegs bin und da ist es wirklich sehr, sehr dunkel. Und das ist dann doch eine ganz gute Lichtausbeute. Die sollen jeder für sich 150 Lux haben. Und damit lässt sich es ganz ordentlich fahren. So, jetzt müssen wir filmerisch mal ein bisschen Gas geben. Nanu, was ist denn du los? Schon wieder anhalten? Was denn jetzt? Na, ich bin gespannt. Absteigen? Nö, schien nicht so wichtig zu sein. Keine Sorge, wir kommen gleich an. Nanu, sind wir angekommen? Was ist jetzt? Okay, nur mal gucken. So, und hier kommt dann jetzt die Abzweigung in den Wald, wo wir üblicherweise rumfahren, weil auf der Straße kann ich ihn schlecht laufen lassen, aber hier im Wald geht das. Hier am Anfang vom Wald fahre ich ein bisschen langsamer, weil Findus findet das im Dunkeln nicht so toll im Anhänger und naja, vielleicht kann er so sich besser dran gewöhnen. Und jetzt noch um die Kurve rumfahren und dann hoffentlich anhalten, damit der kleine Kerl endlich mal aussteigen darf und seine Geschäftchen erledigen und schnüffeln und spazieren gehen kann. Na, jetzt scheint endlich mal die Abzweigung zu kommen. Ganz genau, da ist sie. Endlich, kleiner Findus, kannst du aussteigen. So. Lass mal ziehen. Au, Scheiße. Fast unmöglich. Es scheint wirklich nicht so ganz der optimale Abend zu sein. Findus, lauf. Na los. Das Herrchen von Findus scheint unbelehrbar zu sein, weil Findus läuft nicht vor, Findus läuft hinterher. Der Spaß ist dann immer, ich sehe ihn vielleicht im Rückspiegel, er hat so ein paar Blinkleuchtchen noch an und wenn diese Blinkleuchtchen dann nicht mehr da sind, okay, dann heißt das, dass er irgendwas zum Schnuffeln gefunden hat und ich wieder mal anhalten darf. Aber das ist das Spiel, so wie jetzt zum Beispiel.
Na los, weiter. So eine Art kontrollierter Absturz. Anfahren ohne Daumengas und mit Hundeanhänger. Wie ihr seht, liegt offensichtlich in der Ruhe die Kraft. Nicht zu schnell. Bisschen gucken, bisschen schnüffeln. Jetzt wird erstmal ein bisschen weiter gegangen. Nach links, nein. Wirklich nach links, na doch, vielleicht lieber nach rechts. Da mal gucken, hier gibt es was zu schnuppern. Es leuchten die Findusaugen. Wieder ein paar Schrittchen auf Härchen zugehen. Was macht der Hund? Ich glaube. Der Hund muss Häufchen. Okay. Na dann, lassen wir ihn mal. So, und weiter geht die zahme, nicht wilde Fahrt. Ganz langsam. Entsprechend instabil ist die ganze Geschichte. Naja, immerhin 7 oder 8 Kilometer schnell sind wir ja. Und na, gleich können wir bestimmt wieder anhalten, um auf Findus zu warten. So. Mal gucken. Weiter. Geh. Härchen sind unbelehrbar. Auch mit harschen Wehrufen bewegt sich der Hund keinen Meter, aber er läuft dann tatsächlich hinter dem Anhänger her. So, 5 läuft hinterher.
Ist dann aber Spatz. Irgendwann wird mir das aber dann doch zu langwierig, dass ich wieder anhalte und ihn in seinen Anhänger bitte. Du bist du ein toller. Toller Wau bist du. Ja, ganz toller Wau. So toller Wau, komm einsteigen. Jetzt ist genug. Komm einsteigen, bist du schön getrabt. Warte. Kannst du dich hinsetzen? Hinsetzen. Sit. Oh, genau. Hallo, hallo. Gut gemacht. So, Hund ist verstaut. Und weiter geht's mit der Fahrerei. So, jetzt sind wir wieder auf der Rückfahrt. So könnt ihr sehen, wie so eine Vorbeifahrt von einem Auto aussieht. Fährt eigentlich alles ganz manierlich vorbei. Kann man sich nicht beschweren hier in der Gegend. Manche von euch werden sich vielleicht wundern, was diese viele Ticker zu bedeuten hat. Das sind einfach die 10 Gänge, auf die ich das 10-Bahn gerüstet habe, die beim Anfahren immer durchgeschaltet werden wollen, weil ich sie sehr kurz übersetzt habe. Ihr dürft jetzt gleich meine Sangeskünste bewundern während der Aufnahme, weil Findus entwickelt in letzter Zeit leider beim Anhängerfahren in der Nacht immer Ängste und da muss ich ihn dann irgendwie beruhigen. Hört einfach zu. Kleiner Wau. Ganz langsam fahren wir durch die kleine Nacht. Ihr werdet euch vielleicht wundern, was diese Kinderstimme soll. Man sagt, dass Hunde ungefähr so intelligent sind wie 2,5-jährige Kinder. Und wie redet man mit kleinen Kindern? In Kinderstimme. Wie beruhigt man kleine Kinder? Ganz genauso. Das funktioniert auch bei Fellnasen. An diesem Tag lief's gut nach Nordheim, da war's toll. Am Tag, da ist es schön. Wenn du laufen kannst, ist es auch schön. Kleiner, kleiner Hund, kleiner, kleiner Hund. Aber halt sie bunt bei Füßlaflange. Was ist denn? Ich halt mal da vorne. Was ist denn los? Manchmal ist er einfach untröstlich, da muss man dann anhalten, weil es leider einfach nicht mehr geht. Ist ein Lebewesen zu berücksichtigen. Wo ist denn Spazi? Ist das gar nicht gut? Das Ding stört. Können wir regeln. Ups. Ist es. Das Ding habe ich natürlich am nächsten Tag wieder abgeholt. Probieren wir es mal so.
So, jetzt erfolgt der Versuch einer Weiterfahrt, aber Findus war einfach durch. Er hat vorwiegend gefiebst und fand alles ganz schrecklich und ganz furchtbar. Ich habe dann nochmal angehalten, um noch was anderes zu probieren. Schaut mal. Erstmal ausmachen. Okay. Vielleicht liegt das ja an der Beleuchtung. Hm? Die nicht mal. Warte mal. Das mal. Jetzt mache ich gleich seine Orbilux aus. Orbilux sind so LEDs, die sehr stark leuchten und sehr kurz blitzen und dadurch auch sehr weit und in der Dunkelheit gut gesehen werden. In der Annahme, dass sie das vielleicht stören könnte, aber ich glaube, der Erfolg war nicht so groß. Fangen die auf einmal auf, ne? Weiter geht's. Ich finde, das ist nützt nichts. Schatz. Platz. Alles gut. Wie gut zu bemerken ist, ist dann auch irgendwann die Härchengeduld am Ende. Ja, ich bin auch nur ein Mensch. Hallo. Findest du, was musst du machen? km/h fahren. Irgendwann war dann auch das letzte Stück geschafft. Das war wirklich anstrengend für Herrchen und Hund. Und dann kam dann auch noch ein Hindernis. Das will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Oh, so scheiß geparkt. Herr Jäger, Dankeschön. So, jetzt haben wir es geschafft, sind zu Hause angekommen. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao.